Ja, liebe Freunde von Rote Bar Podcast, noch 24 Stunden, dann gibt es eine neue Ausgabe von eurem Rote Bar Podcast. Wir testen hier gerade eine neue Technik und ich rufe mal Matze, mal sehen, ob er mich überhaupt hört. Matze, bist du da draußen irgendwo? Wo steckst du gerade? Ja, ich stehe hier mitten in Köln-Ehrenfeld und im Halteverbot. Und es ist eine wunderschöne Mann, 24 Grad haben wir es. Wirklich noch reges Treiben heute Abend hier in Ehrenfeld. Hier ist ja ohnehin sehr bunt, sehr rege, auch tagsüber. Aber auch nachts ist hier wirklich noch unheimlich was los. Hier vor einem Döner-Kebab-Laden. Das wäre eigentlich mal was für die Zukunft, dass wir vielleicht mal demnächst mal durch so Sommernacht gemeinsam fahren können vielleicht, oder? Gute Idee. Wenn, dann müssten wir auch nebeneinander sitzen. Ja, dann kommst du mal nach Frankfurt und dann machen wir hier mal so eine kleine Nacht-Stadtrundfahrt. Mieten wir uns eine schöne Stretch-Limo im Rotlichtmilieu und dann fahren wir einmal nachts durch Frankfurt. Das ist doch so geil. So Night-Cruising quasi, ja, oder ja, wie? Ja, genau. Das wär schön, ja, ja, ja. Das ist gut, das machen wir. Das ist eine sehr schöne Idee. Also das müssen wir jetzt demnächst noch machen, solange es noch so warme Nächte hat. Ja, auf jeden Fall. Gerade in diesen warmen Nächten, wie gesagt, hier jetzt aktuell 24 Grad und wir haben es immerhin 23:30. Das können wir demnächst auf jeden Fall machen. Wir hatten ja auch vor, noch einen Nachtspaziergang durch die neue Altstadt in Frankfurt. Ja, das kann man verbinden. Dann nehmen wir noch beide Sachen auf. Wir nehmen beides auf. Vielleicht können wir dann quasi die beiden, zwei Folgen in einer Nacht aufnehmen, mit einer Klappe quasi. Ja, mit einer Klappe, guck mal, das bleibt sogar im Bild. Ja, das machen wir, das ist eine super Idee, das machen wir. Morgen Nacht gibt es dann wirklich auch eine richtige, endlich mal wieder eine neue rote Bar, was hältst du davon? Das machen wir so, wunderbar, das klingt gut. Also eine rote Bar in voller Länge, volles Programm. Ja? Wie man es kennt, nachdem wir jetzt ein bisschen zweimal hier Altlasten abgearbeitet haben, machen wir wieder eine neue Folge. So machen wir das. Aber interessanter Test. Also coole Sache, dass das so funktioniert mit unterwegs. Okay, Matze. Bin ich denn gut zu hören? Oder? Es ist okay, es ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht so die Studioqualität, aber es ist okay. Also, wenn man weiß, dass du unterwegs bist, dann kann man das gut entschulden damit. Sehr wunderbar. Ich kann ja mal losfahren und gucken, was dann passiert. Es sieht so ein bisschen aus wie LAPD, die ja auch auf dem Beifahrersitz noch so einen Laptop stehen haben. Ich fahre mal langsam weiter und gucken, ob man noch was versteht von dem, was ich erzähle. Irgendwann werde ich vielleicht wegbrechen. Ich wünsche jetzt schon mal einen schönen Abend. Und, also ich weiß nicht, ob es nur LAPD-mäßig ist. Man könnte auch denken vielleicht, dass du irgendwie so ein Triebtäter bist, der irgendwie durch die Nacht fährt, irgendwelche Leute anguckt und dann auch Laptop stehen hat. Jetzt fahre ich tatsächlich. Matze? Okay. Nun ist er anscheinend wirklich weggebrochen. Oder er wurde von der Sittenpolizei rechts rausgewunken. Man weiß es nicht. Jedenfalls hört ihr uns morgen wieder mit einem neuen Podcast und dann fragen wir ihn mal, wie es ihm in der Nacht noch gegangen ist. Also, bis morgen. Ciao.